Einstein wird Ihnen präsentiert vom vollelektrischen Toyota BZ4X. Schon wieder ist das Island der Vulkanspalten aufgebrochen. Seit Tagen sprudelt hier Lava raus. Es ist der vierte Ausbruch in nur 3 Monaten. Das hat es so seit Ewigkeiten nicht mehr gegeben. Was ist hier los? Vulkanaktivität, das ist sich Island gewöhnt. Aber das, was in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf das Land zukommen könnte, das wäre eine völlig neue Dimension. So viele Ausbrüche in so kurzer Zeit. Und zuerst mal seit langem sind auch bewohnte Gebiete betroffen. Ich bin traurig. Ich verliere alles. Die Ausbruchserie ist erst der Anfang, sagen Experten. Solche Ereignisse werden wieder und wieder vorkommen. Für die nächsten 300 bis 400 Jahre. Das wird ein sehr wichtiger Wendepunkt in Islands moderner Zukunft. Wie gut kann man so Ausbrüche prognostizieren? Was braut sich aktuell im Untergrund zusammen? Und wie kann man die Menschen im Land schützen? Einstein über die Ausnahmesituation in Island und den Kampf Mensch gegen Natur. Wir haben in der Schweiz den Röstigraben und Island hat der hier. Weil hier driften zwei Kontinentalplatten auseinander. Ich stehe jetzt sozusagen auf der nordamerikanischen Platte und dort ist die europäische. Und der Abstand wird jedes Jahr etwa 2 cm grösser. Der Graben, der mittelatlantische Rücken, ist ein paar Kilometer breit und verläuft quer durch ganz Island. Links die nordamerikanische Erdplatte, rechts die eurasische. Sie driftet seit Jahrmillionen auseinander und sorgt dafür, dass Island ständig ein bisschen grösser wird. Entlang dieser Bruchlinie kommt es immer wieder zu Vulkanausbrüchen. Im Schnitt alle 4 bis 5 Jahre. Bis jetzt. Weil auf der Reykjanes-Halbinsel, gut 45 km südlich von Reykjavik, nimmt die Vulkanaktivität seit 3 Jahren massiv zu. Schon 7-mal ist der Boden aufgebrochen und die Lava hat das Land richtiggehend überflutet. Bei einem der jüngsten Ausbrüche auch zuerst mal ein bewohntes Gebiet. Diese aktuelle Eruptionsphase beginnt im Dezember 2023. Entlang eines alten Grabens öffnet sich mitten in der Landschaft eine 3 Kilometer lange Spalte, aus der Lava sprudelt. Der Ausbruch dauert nur kurz, doch die Lavamenge ist groß. Noch kommt es zu keinen Schäden. Dann im Januar ein weiterer kurzer Ausbruch, etwas weiter südlich, nahe der Kleinstadt Grindavik. Nun fließt die Lava tatsächlich bis in die Häuser. Das erste Mal auf Island seit 50 Jahren wird es wieder bedrohlich. 3 Häuser werden zerstört. Menschen kommen keine zu Schaden. Die ganze Stadt ist zuvor bereits evakuiert worden. Einen Monat später bin ich zu Grindavik, weil mich nimmt Wunder, was sich hier im Untergrund zusammenbraut und ob mit so etwas künftig öfter zu rechnen ist. Das Zentrum von Grindavik ist wie ausgestorben. Alle 4'000 Einwohnerinnen und Einwohner mussten kurzfristig weg. Es ist zu gefährlich geworden. Ich treffe auf einzelne Menschen, die das Nötigste in ihren Häusern erledigen. Seit kurzem dürfen wir wieder in gewisse Teile des Städtchen rein. Vorher war es ganz abgeriegelt.
Wir dürften jetzt eigentlich hier schlafen, aber es gibt kein Wasser und es könnte bald wieder einen Ausbruch geben. Wir haben Kinder. Hier ist es nicht sicher. Ich bin ein bisschen, nein, nicht ein bisschen. Ich bin wirklich traurig. Weil sie ihr Haus vielleicht ganz verlieren. Ich verliere meine Gemeinschaft, meine Freunde. Ich verliere alles. Alles. Er holt nur noch seine letzten Sachen. Das Haus ist schon praktisch leer. Obwohl er zu Grindavik aufgewachsen ist, hat er entschieden, alles hinter sich zu lassen, mit seiner Frau und den beiden Kindern an einem anderen Ort neu anzufangen. Yeah, it's difficult. Es ist schwierig. Die Boden, fast alles hier, haben wir selbst gemacht. Es ist schwierig zu sehen, wie das jetzt verloren geht. In der Nachbarsgemeinde Keflavik, 30 Minuten von Grindavik entfernt. Viele Menschen sind hierher geflohen. Wir treffen in diesem Wohnquartier eine sechsköpfige Familie, die umziehen musste. Birgitta und ihr Sohn zeigen auf der Karte den Ort von ihrem Haus zu Grindavik. Sie haben es geliebt, aber auch von einem Tag auf den anderen müssen verlassen. It's very unique. I mean, it's standing alone. Es ist einzigartig. Es steht für sich an einem sehr schönen Ort, in der Natur. Man hört das Meer, Schafe und Pferde sind da. Es ist ein wunderschöner Ort. Am neuen Ort sind sie zwar angekommen, aber nicht richtig zuhause. Birgitta hat nie gedacht, dass es einmal so weit kommt, wo vor 3 Jahren mit dem ersten Vulkanausbruch in den Bergen bei Grindavik alles angefangen hat. Ich habe meine Familie in Westfjords angerufen. Wir haben einen Vulkan gleich bei uns im Hinterhof. Und er war so schön. Eben etwas weiter weg, wissen Sie. Es war aufregend. Wir gingen hinauf und schauten es uns an. Das war im März 2021. Im etwas abgelegenen Gebirgszug Fagradalsfjall kam es zu einem Vulkanausbruch, dem ersten auf Reykjanes seit 800 Jahren. Der Vulkan war auch von Reykjavik und Grindavik einfach zu erreichen und zog riesige Massen von Schaulustigen an, aus dem In- und Ausland. Ein Jahr später wiederholte sich das Spektakel an ähnlicher Stelle. Wieder kamen viele Menschen. Im Juli 2023 gab es den dritten Ausbruch am Fagradalsfjall, noch etwas weiter nördlich. Die Eruptionen machten Island bekannter und brachten zusätzliche Touristen ins Land. Und sie ereigneten sich in sicherer Entfernung von Straßen, Kraftwerken und Wohngebieten. Aber jetzt haben sich die Lage und die Art der Eruptionen verändert. Und für die Zukunft von Grindavik und vielleicht das ganze Land verheißt das nichts Gutes. Aber was ist denn so anders als bisher? Was braut sich hier im Untergrund gerade zusammen? Wir fahren auf Reykjavik, an die Uni von Island. Hier treffe ich den Thorvaldur Þórðarson. Hallo. Hi, hi. Hey. Er ist einer der bekanntesten Vulkanologen auf der Insel und sagt klar, mit der Ruhe sei es jetzt vorbei. Well, what has happened is that Nun, was gerade passiert, das Vulkangebiet der Reykjanes-Halbinsel ist sozusagen wieder erwacht. Es hat fast 800 Jahre lang geruht. 781 Jahre, um genau zu sein.
Und so scheint die vulkanische Aktivität auf der Halbinsel zu funktionieren. Es gibt diese Eruptionsperioden, die 300 bis 400 Jahre lang sind. Und dann gibt es Ruheperioden ohne vulkanische Aktivität. Das dauert jeweils 600 bis 1000 Jahre. Die letzte Eruptionsperiode endete im Jahr 1240, also mitten im 13. Jahrhundert. Wir haben also diese Reykjanes-Halbinsel, auf der es lange Zeit ziemlich ruhig gewesen war. Und heute ist sie das am dichtesten besiedelte Gebiet Islands. Sie ist aufgewacht und es beginnt auszubrechen. Heiße Quellen zeugen schon lange davon, dass unter der Halbinsel Reykjanes vulkanische Kräfte wirken. Nun soll es hier also wieder regelmäßig zu Vulkanausbrüchen kommen, auf dem ganzen Gebiet der Halbinsel. In ihrem Untergrund werden mehrere Vulkanzonen vermutet. Die Zone beim Fagradalsfjall, in der es 2021 bis 2023 Ausbrüche gab, ist die kleinste. Jetzt hat sich die Aktivität verlagert in das benachbarte Vulkansystem Svartsengi. In dieser Zone liegt auch die Kleinstadt Grindavik mit seinem bedeutenden Fischerhafen. Nördlich von Grindavik liegt das Thermalkraftwerk Svartsengi und das Thermalbad Blaue Lagune. Nirgendwo sonst in Island leben so viele Menschen wie in dieser Region. Zwei Drittel der gesamten Bevölkerung. Ganz im Westen, in Keflavik, liegt auch der einzige internationale Flughafen. Die wichtigste Verbindung ins Ausland. Die Autobahn zum Flughafen führt mitten durch das Gebiet Svartsengi. Ein Unterbruch wäre ein großes Problem. Weiter südlich das Thermalkraftwerk Svartsengi. Es liefert nicht nur Strom, sondern auch warmes Wasser und Fernwärme in die Häuser der ganzen Region. Gleich daneben die Blaue Lagune. Das Thermalbad zieht unzählige Touristen an und sorgt für hohe Umsätze und viele Arbeitsplätze. Kein Wunder wird der Betrieb möglichst aufrechterhalten, trotz Vulkangefahr. Einen Schockmoment erlebte das Bad im Februar, als erstmals ein Lavastrom ganz nahe vorbeizog. Wir fahren mit dem Vulkanologen Thorvaldur Thordarson und seinem Assistenten in das Gebiet. Sie wollen das Lavafeld kartografieren und an der Spitze Untersuchungen machen. Die Vermessung funktioniert mit der Drohne am einfachsten. Nur eine von vielen Aufgaben, die der William Morland in den letzten Monaten hatte. Es ist aufregend, aber auch stressig. Es gibt viel zu tun. Der Professor inspiziert und fotografiert die frisch erstarrte Lava, die vor wenigen Tagen noch im Erdinneren war. Well, is this what we would call a spiny pahoehoe? Nun, das würden wir eine stachelige Pahoehoe nennen. Variety of Pahoehoe. Lava that is. Es ist eindeutig eine Pahoehoe-Variante, also eine Lava, die sich durch Strömung aufbläht und wächst. And you can see all of these. Sie können all diese Risse in der Oberfläche sehen. Sie entstehen, weil sich die Lava von innen her aufbläht. Und auf der schwarz glänzenden Oberfläche der Lava fällt etwas auf. Man sieht eine Art Stachel, wie langgezogene Fäden, stellenweise fast dornig. Das deutet darauf hin, dass die Lava hier anfing, etwas zähflüssiger zu werden. Das erstarrte Lavafeld zieht sich von der Spitze quer durch die Landschaft, über 9 Kilometer, bis hinauf zur Quelle, oben am Sündnukurgraben. 3 Ausbrüche gab es nun an dieser Stelle bereits. Auch am 8. Februar riss hier die Spalte auf. Wieder war es eine kurze Eruption, dauerte nur 30 Stunden.
Doch in der kurzen Zeit stößt der Vulkan eine unerwartet große Menge Magma aus. Der Lavastrom kriecht schnell vorwärts und zieht über die Straße, die zum Kraftwerk und zur Blauen Lagune führt. Weiter unten trifft es auch eine Warmwasserleitung. Rund 30.000 Menschen müssen 2 Tage ohne Heizung und warmes Wasser auskommen. Und das mitten im Winter. Fast alle Elektroöfen in Island sind daraufhin in Rekordzeit ausverkauft. Es werden aber rasch neue Rohre verlegt, um die Warmwasserversorgung wiederherzustellen. Auch die Straße wird bald wieder eröffnet. Direkt über das noch heiße Lavafeld wird kurzerhand eine neue Piste verlegt. Am letzten Samstag. Die Spalte am Sündnukur öffnet sich wieder. Die Ausbruchstelle ist auch dieses Mal über 3 Kilometer breit. Die Lava stößt zu Beginn schnell vor und fließt erneut über die zuvor reparierte Straße. An diese Situation müsse sich Island wohl oder übel gewöhnen, sagt der Experte. Solche Ereignisse werden sich in den nächsten 300 bis 400 Jahren immer und immer wieder wiederholen. Es wird dazwischen einige Pausen geben. Es wird wahrscheinlich Jahrzehnte geben, in denen nicht wirklich etwas passiert. Und andere, in denen eine Menge passiert. Wir wissen nicht, was genau passieren wird. Eines ist jedoch sicher. Wir werden viel mehr kleine Ausbrüche haben als große. Aber wie wir gesehen haben, können auch kleine Eruptionen große Schäden verursachen, je nachdem, wo sie stattfinden. Der William Morland sammelt noch ein paar Proben für eine Laboranalyse. Was jetzt schon klar ist, die Lava stammt aus einer Art Zwischenlager in der Tiefe. Das Zwischenlager liegt direkt unter der momentan aktiven Zone hier im Gebiet Schwarzengi. In etwa 4 bis 5 Kilometern unter diesem Gebiet wird eine Magmakammer vermutet. Sie wird aus dem Innern der Erde mit frischer Magma gespiesen. Und so erklärt man sich, was sich jetzt abspielt. Der Druck in dieser Kammer baut sich seit letztem Jahr auf und sorgt im Boden für die Bildung von Spalten und Rissen. Einige dieser Spalten entstanden in früheren Eruptionsphasen. Andere bilden sich durch den Druck der Magma neu oder weiten sich aus. Bei genügend Druck steigt Magma bis auf die Oberfläche auf und eruptiert. Die Lava hat in diesem Teil von Grindavik schon 3 Häuser verschluckt. Und das ist nicht das einzige Problem von dem kleinen Städtchen. Weil der enorme Druck im Erdinneren hat auch an der Oberfläche zu massiven Schäden geführt. Ganze Häuser sind verformt worden. An vielen Orten ist die Erde aufgerissen. Der Untergrund ist in Bewegung. Am stärksten hat man das am 10. November gespürt, bei einem massiven Erdbeben. Das war ein schrecklicher Tag. Ich bin Fischer und immer wenn ich wieder an Land komme, habe ich ein Gefühl, als ob der Boden schwanken würde. Nach diesen Erdbeben hatte ich 2 Tage lang dieses Gefühl, wie Wasser unter den Füßen. Ich konnte nicht mehr Auto fahren, so schlimm war es. Es war sehr intensiv. Ich saß in einem Stuhl, es war wie eine Massage. Als wir die Stadt verließen, spürten wir, wie es das Auto schüttelte. Die Kinder hatten große Angst. Das war der Grund, wieso wir weggingen. That was the reason we left at that point. Abends um 7. 7 in the evening.
paar Stunden später hat die ganze Bevölkerung Grindavík müssen verlassen. Zurückgeblieben sind die Häuser mit teils enormen Schäden. Auf dieser Seite der Straße hat die Häuser wirklich am extremsten verwünscht. Also sind auf der ganzen Länge praktisch alle Häuser zerrissen. Oder auch wieder hinten, die ganze Garage ist abgekippt. Die Besitzerin von dem Haus will nicht vor die Kamera, aber wir sollen ruhig zeigen, was das alles mit ihrem Haus gemacht hat. Auch in diesem Haus massive Schäden und da ist schon klar, dass das nie mehr bewohnbar sein wird. Man sieht hier sogar bis raus. Viele Häuser können nur noch abgerissen werden. Und ob die Stadt überhaupt wieder bewohnbar wird, weiß noch niemand. Weil im Untergrund rumoren es weiter. Es könnte jederzeit wieder ein Beben oder sogar ein Ausbruch geben. Auch mitten in den Häusern. Umso wichtiger wird es, dass man so früh wie möglich warnen kann. Aber das ist alles andere als einfach. Warum, das erfahre ich an der Uni zu Reykjavík. Hier treffe ich den Geophysiker Freystein Sigmundsson. Er beschäftigt sich mit Bodenbewegungen und was man daraus ableiten kann. Wie man diese Bodenbewegungen messen kann, das wird er mir demonstrieren. Wir gehen eine Messstation aufbauen. Die hat es in ganz Island verteilt. Sie messen die kleinsten Bewegungen auf der Erdoberfläche und können helfen, einen Ausbruch vorauszusagen. Wichtig, sie müssen präzise auf einen bestimmten Punkt am Boden ausgerichtet sein. Wir kommen näher, aber es stimmt noch nicht punktgenau. Wir brauchen eine Antenne, um die Satellitensignale zu empfangen. Gerade im Gebiet um Grindavík hat es viele so Messstationen, um Bewegungen vom Boden ganz genau zu erfassen. Das ist alles. Es sammelt nun Daten von den Satelliten. Und was für Bewegungen können Sie denn messen oder wie kleine Bewegungen? Wir versuchen dies so genau wie möglich zu machen. Wenn wir länger Daten sammeln, können wir bis auf wenige Millimeter genau werden. Aber in der Nähe der Stadt Grindavík waren es Bewegungen auf der Meterskala. Meter? Innerhalb von Tagen oder Wochen? In ein paar Stunden. In ein paar Stunden? Am 10. November war es so. Es kann auch kleiner sein, 10 cm, aber bis zu einem Meter auf jeder Seite, was wir an der Oberfläche messen konnten. Die Messung selbst ist kein Problem. Das Problem besteht darin, diese Signale zu interpretieren, was im Erdinneren geschieht, wie sich dieser mit Magma gefüllte Riss öffnet. Die Interpretation ist also der limitierende Faktor. Will heissen, man hat zwar das Signal von der Oberfläche, aber entscheidend ist eben, was im Inneren passiert. Und dort sieht man nicht rein, kann es auch nicht messen. Darum probieren sie aus den Oberflächenmessungen abzuleiten, was tief im Boden vor sich geht. Dies ist unsere Interpretation davon, was sich in der Nähe der Stadt Grindavík abspielt. Hier haben wir die Stadt Grindavík. In der Nähe gibt es einen Bereich in der Kruste, vielleicht in 5 Kilometern Tiefe, in den Magma einströmt und Druck aufbaut. Wenn der Druck ein kritisches Niveau erreicht, öffnet sich ein Weg und das Magma fließt in diese vertikalen Risse, die sich auffüllen. Und manchmal gelangt so Magma bis an die Oberfläche. Die Spalten, die sich durch den Druck bildet und mit Magma füllen, sind häufig erstaunlich dünn. Er vergleicht es mit einem Blatt Papier. Das Seitenverhältnis der Struktur im Boden sieht etwa so aus. Also, so eine dünne Spalte füllt sich mit Magma und irgendwann wird der Druck so stark, dass sie an der Erdoberfläche ausbricht. Den Moment vorauszusagen, sei die grosse Herausforderung. Warum ist es denn so schwierig, eine genaue Prognose zu machen?
Nun, wir wollen ja das nächste Ereignis dieser Art und die nächsten Eruptionen vorhersagen. Und da gibt es viele Einschränkungen. Wir wissen nicht genau, was da unten im Boden ist. Wir versuchen, das herauszufinden. Wir können diese Technik für geodätische Messungen verwenden, also um die Hebung zu messen. Aber wir brauchen immer eine Interpretation. Was ist zum Beispiel eine kritische Grenze für eine Aufblähung oder für einen Druckanstieg? Und auch, was das Ganze betrifft, wie viel Magma ist dort unten? Wir arbeiten mit Annahmen und das schränkt uns ein. Prognosen sind also enorm komplex. Und trotzdem sollte man es hier machen. Das ist der isländische Wetterdienst, zuständig für Warnungen vor Ausbrüchen und Erdbeben. Hier laufen alle Daten zusammen. Wir kommen trotz aktuellem Stress einen kurzen Termin über. Der Chef der Forschungsabteilung, der Matthew Roberts, empfängt uns. Und er sagt mit markigen Worten, wie er die Situation auf der Reykjanes-Halbinsel im Moment sieht. Dies ist jetzt ein Schlachtfeld, ohne Übertreibung. Es ist als vulkanische Krise definiert. Sie dauert nun schon mehrere Jahre, aber seit einigen Monaten ist sie in einem aktiven Modus. Und das ist erst der Anfang, der Beginn einer sehr langen Geschichte. Und ich denke, dass dies ein sehr wichtiger Wendepunkt in der modernen Zukunft Islands sein wird. Eine Serie von Eruptionen, die weitreichende Auswirkungen auf das Land haben werden. Seine Leute müssen die Regierung beraten und die Menschen rechtzeitig warnen. Darum probieren sie aus allen verfügbaren wissenschaftlichen Daten eine möglichst akkurate Prognose zu machen. Auch die Oberflächenmessungen vom Freystein Sigmundsson sind ein wichtiger Teil davon. Hier sieht man, je weiter die Kurve steigt, desto höher die Ausbruchswahrscheinlichkeit. Am Schluss kommt so eine Risikokarte raus. Aber rechtzeitig warnen ist schwieriger geworden. Die Leiterin der Vulkanvorsorge hat beim letzten Ausbruch am Wochenende gerade mal nach 40 Minuten vorher die Erstwarnung herausgeben. Wieso plötzlich nur noch so kurzfristig? Ich spreche Christine Jonsdottir darauf an, warum Vorwarnungen nicht mehr früher möglich sind. Ja, es passiert im Moment alles sehr schnell. Es ist nur eine kurze Strecke, bis die Magma durchbricht. Wir stellen fest, dass bei jeder neuen Eruption die Vorwarnzeit immer kürzer wird, weil wir weniger seismische Erschütterungen messen können. Und es ist natürlich beängstigend, dass die Vorwarnzeiten immer kürzer werden. Wie gehen die Leute mit dieser permanenten Gefahr um? Isländer sind es gewohnt, mit allen Arten von Naturgefahren umzugehen. Wir haben hier schreckliche Wetterbedingungen und verschiedene Naturgefahren. Wir sind es uns also leider gewohnt und können in gewisser Weise auch gut mit solchen Ereignissen umgehen. Wir sind eine kleine Gemeinschaft und haben sehr kurze Kommunikationswege zwischen den verschiedenen Behörden. Das also ist auch eine sehr positive Sache. Communication distance between the different authorities. So that's a very positive thing. Das ist für uns eine völlig neue Situation und natürlich ist es ein Lernprozess. Trotz verhaltenem Optimismus, das Land mit knapp so vielen Menschen wie die Stadt Zürich muss sich aus mehreren Gründen auf schwierige Zeiten einstellen. Zum einen die bedrohte Infrastruktur in der bevölkerungsreichsten Gegend des Landes. Dann das unklare Schicksal von einer ganzen Kleinstadt und den 4'000 Leuten dort. Und die Aussicht auf ständig neue Ausbrüche, wo man bis zum letzten Augenblick nicht weiss, wo und wann genau sie passieren. So wie vor 5 Tagen, am 16. März wieder. Wir haben uns darauf nicht vorbereitet, obwohl wir wussten, dass diese Dinge passieren würden. Wir können es in der vulkanischen Geschichte Islands nachlesen. Wir wussten, dass es auf der Halbinsel Reykjanes zu Ausbrüchen kommen kann. Wir wussten, dass einige davon in der Nähe sehr wichtiger Infrastruktur liegen könnten. Aber wir haben nicht wirklich etwas getan, um uns darauf vorzubereiten und etwas zu tun, um die Auswirkungen auf diese Infrastrukturen zu minimieren.
Doch in der Krise der letzten Monate zeigt sich eine Stärke der Isländer. Sie können improvisieren. Und sie handeln rasch und entschieden. Rund um das wichtige Kraftwerk Svartsengi und die Blaue Lagune wurde innerhalb weniger Wochen ein 4 bis 5 Meter hoher Schutzwall hochgezogen. Der Wall ist mehrere Kilometer lang und soll Lavaströme von Kraftwerk und der Blauen Lagune fernhalten. Strommasten werden ebenfalls geschützt. Auch auf der anderen Seite, bei Grindavik, wird pausenlos an einem Schutzwall weitergebaut, obschon das Schicksal der Stadt ungewiss ist. Baumaschinen aus dem ganzen Land wurden hierher verlegt und sind jetzt in langen Schichten in Betrieb. Die Idee der Schutzwelle stammt auch von Professor Þórðarson und weiteren Kolleginnen und Kollegen an der isländischen Universität. . 2021, beim ersten Vulkanausbruch auf Reykjanes, probierte man das Prinzip aus. Mit Material aus der Umgebung wurde testweise dieser Damm aufgeschüttet. Und er hielt dem Lavastrom stand. So sieht das System der bereits erstellten Schutzwelle nun aus. Sie verlaufen um das Kraftwerk, die Blaue Lagune und die Stadt Grindavik herum. Beim Ausbruch bei Grindavik im Januar hat sich der Schutzwall ein erstes Mal bewährt, weil der größte Teil der Lava außerhalb des Walls austrat und von der Stadt abgelenkt wurde. Der Vulkanologe besichtigt diesen Lavastrom und ist auch ein bisschen stolz. Der größte Teil dieser Lava hier, die aus den Öffnungen nördlich der Mauer austrat, floss entlang der Mauer und wurde so umgeleitet. Eigentlich hat die Mauer den größten Teil der Stadt gerettet. Wir haben 3 Häuser verloren, aber wir hätten noch viel, viel mehr verloren, wenn die Mauer nicht gewesen wäre. Jetzt, beim jüngsten Ausbruch, hat sich das Konzept erneut bewährt. Der 1000 Grad heiße Lavastrom wurde vom Schutzwall seitlich abgelenkt und konnte so nicht bis in die Stadt vordringen. Ein toller Erfolg. Okay, let's move on. Ein Erfolg, von dem auch andere Regionen in der Welt profitieren können, um ihre Infrastruktur vor Lava zu schützen. Sein Professorkollege an der isländischen Universität, der Geophysiker Freystein Sigmundsson, hat noch ein anderes Ziel. Er will endlich wissen, was in der Tiefe genau passiert. Darum gibt es ein ambitioniertes Projekt. Hier im Süden haben wir derzeit die Aktivität. Wenn wir nach Nordisland gehen, haben wir hier den Krafla-Vulkan. Das wäre der perfekte Ort für ein internationales Magma-Observatorium. Dort beim Krafla-Vulkan hat es ein grosses Thermalkraftwerk. Bei Bohrarbeiten für das Kraftwerk hat es 2009 einen Zwischenfall gegeben. Es ist aus Versehen direkt eine Magmakammer angebohrt worden. Darum hat man die Bohrung sofort abgebrochen. Seither weiss man aber, dass hier in der Tiefe eine Magmakammer liegt. So wie man sie auch unter der Reykjanes-Halbinsel vermutet. In Krafla liegt sie aber mit nur 2 Kilometer weniger tief. Sie ist also einfacher anzubohren. Darum ist geplant, in die gut 1300 Grad heiße Magmakammer vorzustoßen und sie zu erforschen. Weltweit zuerst mal. Interessiert ist der Freystein Sigmundsson vor allem am Grenzbereich, wo die Magma auf festen Fels trifft. Warum ist denn der Grenzbereich so wichtig? Diese Grenze ist wahrscheinlich eine Zone zwischen flüssigem Magma und einem kälteren, festen Gestein. Es handelt sich um eine Grenze von etwa 100 Metern. Wir halten es für sehr wichtig, die Eigenschaften des Materials in dieser Grenzzone zu verstehen, um Ausbrüche besser vorhersagen zu können. Wenn die nötigen Gelder zusammenkommen, ist der Projektstart 2026. Ob dann Grindavik schon wieder bewohnbar ist? Viele Expertinnen und Experten zweifeln daran. Sie erwarten, dass der Untergrund noch jahrelang unruhig bleibt.
Der isländische Staat hat darum schnell reagiert. Er ist bereit, alle Häuser in Grindavík zu einem marktgerechten Preis zu kaufen. Finanziell ein fairer Deal. Aber für die verlorene Heimat entschädigt das nicht. Bleibt denn überhaupt noch Hoffnung? I don't know. Ich weiß nicht, das wird sich zeigen. Hoffentlich wird das wieder ein schöner Ort, aber das wird wohl noch ein paar Jahre dauern. Wenn möglich, ziehe ich wieder hierher. Ich mag die Gemeinschaft hier, die Nachbarn, in den Laden gehen, mit Leuten sprechen. Auch wenn die Stadt nur ein Viertel von dem ist, was sie war, ich werde auf jeden Fall zurückkommen, wenn ich hier wohnen kann. Wir haben bereits ein anderes Haus gekauft, wo wir hinziehen, in einer anderen Stadt, Selfoss. Wir werden wohl die nächsten Jahre dort wohnen. Birgitta und ihre Mann haben in Keflavík auch schon ein neues Haus gekauft. Ihre Kinder gehen jetzt hier in die Schule. Wir wissen, dass wir dieses Jahr nicht heimkehren. Aber vielleicht in 5, 10 Jahren. Vielleicht auch nicht. Aber ich denke immer, ich gehe zurück. Ich will nicht daran denken, nicht nach Hause zurückzukehren. Nein, ich auch nicht. Aber es ist eine Art, klarzukommen. Wenn die Stadt unter Lava gerät, gehen wir nicht zurück. Das ist möglich. Ich will nicht glauben, dass das passiert. Niemals. Island geht nicht auf. Die Einwohnerinnen genauso wenig wie die Wissenschaftler. Das habe ich in diesen Tagen hier immer wieder erlebt. Sie haben gelernt, mit der rauchen Natur hier zu leben. Und rüstet sich jetzt für die neue Situation mit deutlich mehr Ausbrüchen und Bedrohungen für die bewohnten Gebiete. Es ist auch beeindruckend, wie schnell reagiert wird. Um Barrieren zu bauen oder den Leuten die Häuser abzukaufen. Island sucht Lösungen. Lösungen, die nicht zuletzt auch helfen, Menschen in anderen Vulkangebieten besser zu schützen. Vulkanaktivität, Erdbeben, das ist man sich dort in Island gewöhnt. Und das ist etwas, wo man bei uns in der Schweiz nicht wirklich daran denkt. Dabei, gerade das Thema Erdbeben ist eines, das wahnsinnig unterschätzt wird. Warum? Das erfährst du hier. Und noch mehr von uns, das gibt es auf der SRF-Streaming-Plattform Play SRF. Schau doch dort mal vorbei. Einstein wurde Ihnen präsentiert vom vollelektrischen Toyota BZ4X.